Der jetzt das erste Mal gemeistert wird. Und alle vorne mit dem Doppel-Zulung. Annette, das geht besser, du schaffst das. Komm, Annette vorne an vierter Stelle. Sie heute das erste Mal über diese Strecke dabei, will sich testen. Genau, wir gucken dann gleich mal, wo sie sich befinden werden. Gesa Felicitas Krause hier ganz schnell als erste unterwegs ist. Gut drauf, gut trainiert. Margret Schillinger. So, jetzt der Wasserkram von der ersten Stunde absolviert. Und mutig auf die anderen. Wie gesagt, bei der Vorne das erste Mal. Richtig ist, dass sie da durchkommt. Gleich geht es in die letzten zwei Runden. Souveräne, so ein schönes Rennen, auch es geht es super da vorne. Gesa Felicitas Krause, gleich die letzten zwei Runden, wir sind jetzt bei 3,45. Der Meeting-Rekord, 6 Minuten 15, 90. Den kann man im Hinterkopf haben. Dann die Französin Box Berger, dann Böhrer, dann Horner, so die Reihenfolge. Und danach Nada Balanchik. Macht richtig Druck, wie gesagt, der Niedrigkopf, 6,15 von Antje Möldner, von der Europameisterin aus Zürich. Der Europameister hat in Zürich stattgefunden, dazu muss es heißen, 2009 liegt sie hier in der Zeit. Und wir klatschen wieder ein. Mutiger Lauf von der Gesa vorneweg. Aber das muss sie natürlich auch, diese Ansprüche hat sie. Und Claude Ophéli, Fox-Berger, dahinter, 1000 Meter. Etwa in 6,3 Minuten 8. Also, das ist im Bereich der Bestleistung, des Meeting-Rekords. Annette Horner an dritter Stelle mit Ronja Böhrer. Die gehört zu den besten Deutschen im letzten Jahr im Jugendbereich. Und gleich geht es in die letzten zwei Runden. Souveräne, so ein schönes Rennen, auch es geht es super da vorne. Gesa Felicitas Krause, gleich die letzten zwei Runden, wir sind jetzt bei 3,45. Der Meeting-Rekord, 6 Minuten 15, 90. Den kann man im Hinterkopf haben. Dann die Französin Box Berger, dann Böhrer, dann Horner, so die Reihenfolge. Und dann Nada Balanchik. Also eine unserer großen Hoffnungen hier wieder auf der Geraden mit eurem Beifall, Gesa Krause. Dann die Französin. 4 Jahre älter nur, auf sie, schöner Laufstil vor Box Berger. Und Krause noch 600 Meter. Und dann Annette Horner und Ronja Böhrer. Das sieht gut aus von den beiden. Jawohl, Mädels, auf geht es, kommt. Ordentliche Stimmung am Saisonauftakt. Und mit der 535 tankt sich jetzt nach vorne Chiara Scherer aus der Schweiz, dann Nada Balanchik, dann mit der 120 Lena Kirsch, die Führende in der baden-württembergischen Meisterschaft. Und da drüben geht es gleich in die letzte Runde. Was haben wir jetzt? Eine 5 Minuten jetzt. 5 Minuten. Da drüben hat sich jetzt Ronja Böhrer ein bisschen abgesetzt von Annette Horner, aber vielleicht kommt die wieder ran. Die letzten 300 Meter für Krause. Nochmal alle Kraft zusammennehmen. Gesa Felicitas. Elia Antrag Frankfurt und dahinter Kurt Zuffin.
Lenny, Prof. Virgil, dann Böhmer, dann Horner und die anderen kommen ran. Noch 200 Meter, 45. Es sieht aus, als ob es ein Niki-Rekord werden könnte. Wir schauen auf die Uhr. 6 Minuten 15,90. Antje Möltner, das ist nicht irgendein Rekord. Das ist der Rekord der Europameisterin. Damals 2009 aufgestellt. Und jetzt hat sie noch 100 Meter und sie hat noch etwa jetzt 15 Sekunden Zeit dafür. Dieser Felicitas Krause auf dem Weg zum Meeting-Rekord. Kann sie es schaffen? Jawohl, da kommt sie ran, es wird ganz eng. Es wird ganz eng, aber eine tolle Art von ihrer tolle Performance. Meeting-Rekord, jawohl! Und die Musik dazu. Nochmal offiziell 6:15:52 der Meeting-Rekord. Jetzt schon wieder 4 Zehntel hat sie unterboten. Jetzt 6:50 kommt man jetzt rein. Also 6:15:52. Damit ganz knapp unter dem Meeting-Rekord geblieben und einen neuen aufgestellt von Antje Möltner. Und wir sind gespannt, wie die beiden Damen in diesem Jahr das Ganze angehen werden, wenn es zur WM in Peking geht. Nächstes Jahr Rio de Janeiro und wir können auf jeden Fall sagen, dieser Felicitas Krause ist im Schuss. Also, ein spannungsgeladener 2000 Hindernislauf und ich sehe, Uli, der schafft schon mit dem Rufen für die nächste Siegerehrung, bitte. So. Wir kommen zur Siegerehrung, 1000 Meter Männer. Ich hoffe, die Männer haben sich schon ausgelaufen, sind bereit für die Siegerehrung. Ich hoffe, das Siegerehrungsteam auch. Bitte auf Siegerpodest. Martin Sperling, Dennis Lich, die Mehrhaben und die Selassie.